Ja, Leute, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal Fly Fishing Chronicles. Ich bin heute mit meinen Zweihandrouten wieder am Fluss unterwegs und ich bin mal gespannt, ob wir einen Döbel, Rapfen oder dergleichen fangen können. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuschauen. Oh ja. Schön genommen. Keine Ahnung, was es ist. Döbel, Alandrapfen. Ist es. Ah, ein Döbel. Ja, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Foambug schön hinschmeißen, abtreiben lassen und schöner Biss. Da ist noch ein zweiter Döbel, der hinterherkommt. Grashüpferfliege genommen. Zack, drin ist er. Und es ist ein Döbel. Ja, ich zeige euch mal die Fliege. Auf einen gelben Grashüpfer hat es gebissen. Gelb ist eigentlich immer eine schöne Döbelfarbe, muss ich sagen. Gelb-orange funktioniert immer ganz gut. Neben schwarz. Perfekt. Dort sind ein paar Döbel unterwegs. Ein paar kamen auch schon hinterher, die sind aber ganz nah am Ufer. Und die Schwierigkeit ist jetzt für mich, dass ich da wirklich eine gute Präsentation mache und natürlich auch eine gute Drift hinlege. War nicht so einfach. Oh ja. Ah, wieder ausgestiegen, verdammt. Ein paar neue Döbel kommen rein von oben. Stellen sich direkt gleich da ins Gras. Oh ja, schön. Oh, wieder ausgestiegen, das gibt's doch nicht. Großer Döbel kam schön hinterher. Was ist denn hier los? Ja, das ist los. Was ist denn hier mit der Fliege? Oh ja. Akrodöbel. Oh Gott, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 andere Döbel kommen noch hinterher. Oh, hat sich irgendwo festgesetzt, der Gute. Ich hab noch rausbekommen. Ja, da ist er. Schön genommen, den Foambug. Boah, was war denn das? Unter der Fliege. Oh, das gibt's doch nicht. Ja. Oh, jawohl. Schön hinterhergekommen. Von Strom auf nach unten geschossen. Die Fliege genommen. Bring gleich mal rüber hier ins Flache. Weg von den anderen. Oh, einwandfrei. Und da ist er. Schön genommen. Kein Widerhaken dran. Zack. Ich hab's verdient. Ist auch schön bei der Hitze. Und der nächste, jawohl. Ja, heute sind sie willig. Freut mich. Ja, wieder so dasselbe Kaliber. Großer schwarzer Foambug, das wollen sie. Das ist natürlich super hier, dass ich den Baumstamm nehmen kann als Bootssteg quasi. Das ermöglicht mir, dass ich höher stehe und die Fische sehe. Zack, gleich wieder frei. Und weg ist er. Oh, Alter. Und er hängt. Oh. Oh, ausgestiegen. Oh ja. Ja, hab dann gleich wieder 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kumpels mit. Gehen wir gleich mal hier rüber. Will die anderen nicht verscheuchen, deshalb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Buddies sehe ich. Ja, da ist er. Schön genommen. Yes. Ja, das lief ja schon mal ganz gut mit der Trout's Bay. Besser als gedacht, muss ich ehrlich sagen. Die Döbel sind heute aktiv. Das letzte Mal waren ja so ein bisschen so zickig. Ich werde jetzt allerdings erstmal hier den Spot hinter mir erstmal ein bisschen Ruhe lassen, obwohl da noch ein paar Döbel sind. Ich will auch noch ein bisschen was vom Gewässer sehen. Und später werde ich euch dann nochmal was zu meinen Tackle erzählen, was ich benutze, was für Routen, was für Schnüre, Vorfächer, Fliegen etc. pp. Und ich gehe jetzt erstmal weiter zum nächsten Spot. Man sieht mir jetzt halt den Vorteil von einer Zweihand. Hat überhaupt keinen Rückraum zum Werfen. Was ich halt mache, sind halt einfache Rollwürfe. Mit der Space-Schnur ist quasi auch eine Weight-Forward-Schnur, wenn man so will. Und das gelingt mir ganz gut, dass ich dann das gegenüberliegende Ufer abfischen kann. Oh ja, schön genommen. Oh, der ist groß. Der ist gut. Ah, endlich habe ich einen gefunden. Ja, wie sie immer gleich wieder ins Kraut reinmachen, ne? Kleinen Bengel. Also mit der Trout's Bay haben die schon längeren Hebel, die auch gegen den Angler einsetzen können, muss ich mal sagen. Also man tut sich echt ein bisschen schwerer, die zu kontrollieren, wie mit einer Einhand. Man hat viel länger braucht, um ins Rückgrat reinzukommen von der Route. Ne? Drin ist er. Läuft doch. Hat auf jeden Fall, keine Ahnung, wird so Ende 40 sein. Oh, der dürfte sogar Ü50 haben, sehe ich gerade. Na, komm her. Oh ja.
Oha. Aggressiv genommen. Ich habe da ein paar Nasen stehen sehen, Nasenschwarm. Und die sind ja oft mit ein paar Döbeln assoziiert. Ach, kleiner als gedacht. So wie er genommen hat, dachte ich, die sind echt großer. Da ist der Gute. Jetzt schöne Mundwinkel. Zack. Ja, es lohnt sich echt immer, die Widerhaken anzudrücken. Das geht so viel stressfreier für den Fisch und für uns Angler. Ja, auch wenn ich jetzt bei diesem Trip bisher noch keine Massenfänge jetzt gemacht habe, so bin ich doch recht zufrieden, weil ich halt wirklich mit der Trout Spey Bereiche abfischen kann, die ich mit der einen Hand nur schwer abfischen könnte. Vielleicht noch, wenn ich eine Single Spey Schnur drauf mache, dann würde das vielleicht noch gehen, aber ansonsten bin ich so recht zufrieden, weil die längere Route, die gibt mir natürlich auch noch mehr Schnurkontrolle, was ich jetzt mit einer klassischen neuen Fußroute jetzt nicht hätte. So bin ich doch ganz zufrieden. Und ich werde jetzt erstmal hier den Abschnitt weiter abfischen. Da mache ich das versprochene Tutorial. Ganz kurz, ganz knackig. Und dann geht's wieder weiter. Ich bin gerade auf dem Rückweg zum Auto. Ich dachte mir, ich fische jetzt nochmal die altbekannte Stelle durch von vorhin. Da sehe ich auch schon die ersten Fische. Oh ja, schön gespottet. Kam hinterher. Ah, ist ein guter. Schön genommen. Ja, da kann ich sehen lassen auf jeden Fall. Noch nicht in der richtigen Kescherposition. Aber jetzt einwandfrei. Ja, hatte sich schon nach dem Biss müde gekämpft. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Hier ist der Kollege. Einwandfrei. Kann ich gut sehen lassen. Verdammt. Ja, man sieht manchmal die Bisse halt nicht. Man sieht die gehen ran, aber man sieht jetzt nicht so richtig, wie sie das Maul aufmachen. Und ja, er kommt. Nimmt nicht. Boah, der ist so zielstrebig hingeschwommen. Oh, das gibt's doch nicht. Ich habe das weiße Maul gesehen. Boah, das gibt's doch nicht. Alter, irgendwas mache ich falsch hier. Boah, das gibt's doch nicht. Die stellen sich einfach nur drunter, die machen nicht mal das Maul auf. Na, daneben. Und er hängt, jawohl. Der ist gut. Schöner großer. Oh ja, schöner Dickkopf. Geh rückwärts, um gleich mal ins seichte Wasser zu dirigieren. Schönes Ding auf jeden Fall. Hat er es daneben geschnappt? Dann hat er sie doch genommen. Ah, shit. Fehler meinerseits. Ja, ist durchaus ein bisschen schwieriger mit den Längen, mit den längeren Routen. Deshalb ist auf jeden Fall zum Wartcachen mit einem etwas längeren Griff besser. Und da ist er. So einen habe ich gewollt. Ja, kommt hoch, er kommt hoch. Und er hängt. Ja, jetzt kommen die ganzen anderen Döbel wieder raus, ne? Die ganze Zeit sieht man die nicht. Aber sobald man einen Buddy von denen im Drill hat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wird auf die Schnelle gezählt. Da ist er. Ja Leute, wie versprochen, kleines Tutorial, solange meine Chili con Carne dahin quackert, was fische ich? Ich fische Schnurklasse 3 und Schnurklasse 4. Man muss wissen, dass man bei den Trout Spey Routen immer drei Schnurklassen draufrechnen muss, wenn man das Äquivalent zur Einhand haben möchte. Das heißt, eine 3er Trout Spey ist das Äquivalent zu einer 6er Einhand. Und meine 4er hier ist demzufolge sowas wie eine 7er Einhand. Was für Schnüre fische ich? Auf der 3er habe ich heute eine Scandi-Schnur drauf, auf meiner 4er eine Sketchit. Was ist der Unterschied? Eine Scandi ist nichts weiter wie eine Weight-Forward-Schnur. Ja, das heißt, hat man eine dünne Running Line, dann kommt der Kopf, dann tapert der Kopf runter und dann tut man gleich das Vorfach einschlaufen und das war's. Man kann natürlich so Versi-Tipps oder sowas vorne einschlaufen, kein Problem, solange sie noch leicht genug sind.
Und dann könnt ihr halt mit so einer Scandi-Schnur alles fischen, was ein bisschen leichter ist, sprich Trockenfliege, Foambugs, das was ich jetzt hier fische, Soft Tackles, Wetflies, solche Geschichten. Vielleicht auch noch kleine Streamer, das geht. Wenn ihr jetzt allerdings wirklich Streamer fischen wollt, gerade wenn sie auch beschwert sind, dann würde ich eine Schnurklasse höher gehen auf jeden Fall und eine Sketchet-Schnur fischen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Scandi-Schnur und einer Sketchet? Wie gesagt, eine Scandi ist ziemlich, ja, wie eine Weight-Forward-Schnur quasi, wenn man so will. Eine Sketchet ist halt sowas wie ein Schusskopf, wenn man das so vielleicht mal übersetzen möchte. Ist halt noch schwerer vorne, noch aggressiver, aber kürzer. Erlaubt es einen aber, größere und vor allen Dingen auch schwerere Streamer zu fischen und eben halt auch schwerere Sinktipps zu fischen. Denn anders wie beim Scandi, wo ich gleich das 9 Fuß gezogene Vorfach einschlaufen kann, wenn ich möchte, muss ich unbedingt bei einem Sketchet noch vorne eine Tipp einschlaufen. Das kann ein Schwimmtipp sein, ein Intermediate oder halt alle Sinkklassen oder Sinkgeschwindigkeiten bis Sink 7 geht das, glaube ich, runter und erst dann das Vorfach. Das ist ganz wichtig. Tendenziell für das Fischen, was ich jetzt hier mache und das, was vielleicht ja, für euch so in Frage kommt, ist halt, dass man Vollschnüre fischt. Ne? Wir fischen ja jetzt hier nicht auf Lachs oder auf Steelheads, sprich Fische, die die Flüsse raufwandern und man wirft jetzt Schrägstrom ab und lässt die Fliege einfach nur rumswingen, sondern man muss ja die Fliege wirklich aktiv führen. Man muss Standplätze suchen, wo eine Forelle steht oder ein Döbel steht und muss dann einstrippen. Und deshalb würde ich so Vollschnüre empfehlen. Also jetzt nicht so dieses Schlaufensystem, Running Line, dann Einschlaufen des Sketchet-Kopfs beispielsweise und dann nochmal den Kopf vorne einschlaufen und dann nochmal das Vorfach einschlaufen. Weil gerade jetzt zum Beispiel beim Streamerfischen auf Forellen muss man halt oft einstrippen bis unter den Rutenring. Und wenn du da natürlich diese ganzen Schlaufenverbindungen hast, dann bleibst du mal hängen in irgendeinen Schlangenring oder sowas. Das ist alles Käse. Man muss das einfach anders handhaben. Man angelt halt nicht auf Lachs. Man wirft aus und dann strippt man halt aktiv ein. Bisschen, ja, verleiht der Fliege ein bisschen Leben, genauso wie man es mit der Einhand machen würde beim Streamerfischen. Ne? Selbiges gilt hier auch für die Scandi-Schnur. Ich war mal überlegen, was hole ich mir? Eine Running Line und dann tausche ich aus Scandi-Kopf oder Sketchet-Kopf, ja, wie ich es halt gerade brauche. Aber wie ich schon sagte, man hat dann einfach zu viel Schlaufenverbindungen. Deshalb, ich würde gleich eine Komplettschnur nehmen, ne, wo die Running Line quasi mit dem Kopf vorne zusammen verschweißt ist wie eine normale Fliegenschnur. Ne? Was fische ich für Fliegen? Kann ich euch noch mal kurz zeigen, wo habe ich sie? Hier, keine Überraschung. Ganz normale Foambugs an der 3er Trout's Bay, die ich sonst an meiner 6er Einhand fische. Kein Thema. Wie gesagt, kleine Streamer gehen auch. Aber hauptsächlich fische ich da Foambugs und vielleicht so kleine Woolly-Buggers, solche Geschichten. An der 4er, da kann ich mal ein bisschen größer werden und schwerer werden, das ist gar kein Problem. Und ja, ansonsten Rolle ist egal, könnt ihr das dran machen, was ihr wollt. Ja, ich mag solche Klick-Check-Rollen sehr gerne, so traditionell, aber bei den Rollen müsst ihr halt auch aufpassen, ihr müsst dann halt auch 3 Schnurklassen höher. Ne? Also ich habe jetzt hier, machen wir mal hier vielleicht, Schnurklasse 4. Das entspricht einer 7er Einhand. Da muss ich auch eine Rolle dran machen, die ich normalerweise an einer 7er Einhand fische. Einfach damit ich genug Kapazität habe, um diese fetten Zweihandschnüre aufzunehmen. Ne? Ja, ansonsten, es macht Spaß. Ist ein komplett anderes Drillverhalten, weil man halt viel mehr Blank hat, viel mehr Blank, der sich biegt. Ist ein bisschen schwammiger alles. Irgendwie, ich muss mich selbst noch ein bisschen dran gewöhnen. Es macht aber abschnittsweise an den Gewässern absolut Sinn, wo ich mit einer Einhand mit einem normalen Rückwurf überhaupt nicht mehr fischen könnte. Auch jetzt, wenn ich die Einhand mit einer Single-Space-Schnur bestücken würde, hätte ich, glaube ich, auch meine Schwierigkeiten, weil eine 9-Fuß-Route bleibt halt eine 9-Fuß-Route. Ne? Ob ich da jetzt eine Single-Space-Schnur drauf habe oder nicht. Hier bei so einer langen 11 Fuß, 11,5 Fuß langen Trout's Bay, da habe ich einfach mehr Blank, der sich flexen kann und kann halt mit einem ganz einfachen Rollwurf mal 10, 15 Meter rausballern. Ne? Ja, es macht Spaß. Meine Suppe ist jetzt fertig und die esse ich jetzt auch und dann geht's weiter und vielleicht fangen wir ja noch was. Bleibt dran. Oh, Quick Release. Wer hat sich mehr erschreckt? Fisch oder Angler? Man weiß es nicht. Ja, das ist heute irgendwie the place to be an diesem Gewässer.
Hier sind mit Abstand die meisten aktiven Döbel und ja, ist halt so. Vorne steht schon wieder alles voll mit Döbel, ey, das ist so krass. Oh, nicht aufgepasst, verdammt. Oh ja. Oh, wieder ganz subtil genommen. Haben heute ordentlich Dampf drauf, die Jungs. Boom. Ja, die kleine Trout Space Session ist zu Ende. Hab jetzt nicht so viel gefangen, aber dennoch war es mal schön, ein bisschen was anderes machen, ein bisschen Abwechslung in die Geschichte reinzubringen. Ist sicherlich noch ausbaufähig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut. Ciao.